Schön. Herrlich. Und es gibt nicht nur den herrlichen Vogelgesang, noch ein paar andere schöne Ecken. Wir haben heute mega Glück mit dem Wetter. Naja, Kamera habe ich gerade nicht so clever aufgebaut, weil ich in die Sonne gucke, so halb. Aber sie steht recht weit oben, deswegen geht das schon klar. Ja, hinter mir seht ihr auch schon, allein so der ganze Schattenwurf um diese Uhrzeit ist ein bisschen was anderes, als wenn man abends da ist. Vor allen Dingen, wenn die Sonne von da kommt, ganz logisch. Sie zieht einmal rum am Tag und die Stelle gefällt mir heute besonders gut, schenkt super viel Wärme. Ja, und nicht nur mir gefällt es hier, den Vögeln, sondern ich habe da vorne was entdeckt und das möchte ich euch als erstes zeigen. Dann werde ich euch erzählen, wie es weitergeht. So, euch nehme ich mit. Und zwar stand ich gerade vor der Weide, habe ein kleines Video gedreht für privat und auf einmal brummte das über mir. Und dann muss ich doch mal genauer nachschauen. Und hier ist richtig was los. Hört selbst. Vielleicht kriegen wir es mit drauf. Hier haben wir auf jeden Fall jede Menge fleißige Bienchen. Da oben sehe ich auch eine Hummelkönigin. An der Weide habe ich auch immer schon die Hornissen gesehen. Die sind auf jeden Fall dieses Jahr vertreten. So, und für euch werde ich einen Moment leise sein und mal den Ton ein bisschen höher stellen, damit ihr mal hört, was da im Hintergrund los ist. Mehr kriege ich davon vorerst nicht in Kassen, denn ich kann gar nicht so lange in die Sonne gucken. Das war ein bisschen doll gerade. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht nur eine Weide, auch eine Augenweide mit anzusehen, dass hier so das Leben tobt. Da haben wir gerade eine Hummel, die wir sehen, eine Hummelkönigin. Ja, überall so ein bisschen was los. Ja, jetzt sieht man das deutlich. Und das hier überall so ein bisschen vertreten. Und bevor ich es vergesse, bevor er da ist, ich bin heute nicht allein. Ich erwarte den Flo. Die Gartentür steht schon offen. Und ja, mit dem möchte ich gleich spontan gucken, wo die Reise lang geht. Ich möchte euch aber generell so ein, zwei Sachen zeigen, die auf jeden Fall vorangegangen sind, wo sich ein bisschen was getan hat. Das ist nicht viel, halt nur so ein bisschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir heute vielleicht weitermachen. Ich werde es auf jeden Fall mal bei unseren Sachen einstreuen und mal gucken, was der Flo dazu sagt. Denn eigentlich ist das jetzt so höchste Zeit, könnte man eigentlich sagen, nach dem, was ich bei anderen mitgekriegt habe. Also bei anderen läuft dieses Thema definitiv besser. Klassische Anbauweise, das habe ich vom Herbert gelernt. Das mit den Erdbeeren im Herbst dann schon ihr Plätzchen finden lassen, dann können die schön anwurzeln schon so. Und im Frühjahr irgendwann können die auf jeden Fall Gas geben. Ein Zitronenfalter. Gerade durchs Bild geflogen. Wie schön das denn? Wie schön ist das denn? Ich wollte eigentlich gerade den Zug außen vor lassen und dann fliegt er mir durchs Bild. Also es ist jetzt schon der dritte, vierte, den ich gesehen habe. Da sind die Bienchen. Ah, richtig schön. So, ich war gerade beim Knoblauch. Nee, Blödsinn, bei den Erdbeeren. Aber Knoblauch ist ein gutes Stichwort. Ist eine gute Mischkultur mit Erdbeeren. Könnt ihr Knoblauch, Erdbeeren zusammensetzen. Ja, Knoblauchsalat verträgt sich auch noch ganz gut. Aber dazu war ich schon mal ein bisschen ausführlicher. Jetzt kriegen wir einen Hubschrauber rüber, den nehmen wir einfach mal mit. Ja, es ist immer was los hier bei mir. Ich kann das. Irgendwas will mich daran hindern, hier klare Aufnahmen hinzukriegen. Aber warum nicht? Jetzt fliegen sie direkt hier drüber. Sollen wir mal grüßen und Hallo sagen? Ne, die lassen wir mal. Nachher blendet da noch eine Linse und. Ja, so, egal. Ja, wird doch ein bisschen laut. Ein bisschen laut. Der fliegt ja da vorne. Und wobei ich gerade unterbrochen wurde, da ging es mir um die Mischkulturen. Ich habe zu den Mischkulturen schon einige Videos gemacht, auch wie ich das so angestellt habe, was ich ausprobiert habe. Und es gibt so viele Möglichkeiten mehr. Es gibt so viele Pflanzen, die sich so wunderbar vertragen und sich unterstützen im Beet. Auch Zwiebeln und Möhren oder Knoblauch und Möhren. Das war so ein ganz heißer Kandidat.
Aber es gibt so viel, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich bin jetzt spontan doof. Aber ganz ausführlich und ganz viel Mehrwertinhalt werde ich mal euch oben rechts verlinken. Schaut da mal rein. Da wartet einiges an Informationen. Gerade für die Anfänger auf jeden Fall sehr interessant. Sehr zu empfehlen. Gut, das ist jetzt das Kiholbeet. Das nimmt nach und nach ein bisschen, ja, Form an, könnte man sagen. Aber in der Form ist es noch. Aber man kann sehen, wir waren dabei. Wir arbeiten auch neue Sachen rein. Alles, was wir so ein bisschen hierher finden lassen konnten, was hierher gefunden hat. Hier in der Mitte war ja Kompost. Da wollen wir dann nochmal mit neuen, ja, Fehlen dann den Kompost wieder abgrenzen und damit wir es gut benutzen können. Hier vorne ging es ja darum, noch ja, Brennnesseln rauszukriegen. Hier unten sehe ich noch, hier ist auf jeden Fall noch und da bestimmt noch. Und das ganze Gebiet hier wartet. Und ich war ja gerade bei den Erdbeeren, die sehen wir hier nämlich überall zwischen. Mann, ich überschlag mich ja an dem, was ich sage. Ja, hier sind auf jeden Fall überall Erdbeeren. Und auch wenn ich dahin gehe, das Beet ist ja im Grunde genommen unberührt, bis auf den Knoblauch, den ich da rausgezogen habe für die Hochbeete beim Apfelbaum. Aber hier haben wir auf jeden Fall auch überall Erdbeeren zwischen. Da, ja. Boah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hieß er denn? Irgendwas mit Schaumkraut. Dieses Gewächs kann man essen, wunderbar im Salat, soll Richtung Kresse schmecken. Ich werde es mal unten einblenden. Vielen Dank für die Kommentare. Ist immer sehr bereichernd, wenn der ein oder andere dann kommentiert, was so an Fragen, was an Fragen beantwortet, die in den Videos aufgekommen sind, jetzt hier so bei den verschiedensten Sachen. Und beim letzten Mal war das halt das Gewächs. Ich kannte es noch nicht, habe es noch nicht so richtig wahrgenommen. Vielleicht ist das schon mal aufgetaucht, aber erst dieses Jahr soll es seine Aufmerksamkeit haben. Jetzt habe ich gerade einen Schmetterling entdeckt bei meinem Fahrrad. Wollen wir mal gucken? Da unten, nee, es ist ein Vögelchen. Oh, sweet. Mal gucken, ob wir den ein bisschen rankriegen. Da fliegt er weg. Da unten verschwunden. Ja, wollen wir den nicht länger stören. Bestes Beispiel dafür, das letzte Video. Am Freitagabend, 20 Uhr, ist es ja online gekommen. Habe ich am Donnerstag aufgenommen und da ging es halt hinten um die Totholzhecke. Also wer das Video verpasst hat, auch nochmal oben rechts. Ja, aber das war gerade so ein Beispiel, auch wenn ich es auch jetzt nicht im Direkten zeigen konnte. Nur so ein bisschen. Ja, es wird genutzt. Totholzhecken werden genutzt von unterschiedlichsten Tieren und die Vögel, die mögen das ganz besonders gerne. Da muss man natürlich dementsprechend ein bisschen Platz zwischen sein, also auch große Teile verwenden, nicht alle Lücken füllen. Ja, so dass sich das für die Tiere gut anfühlen kann. Ich denke, jeder kann sich auch so ein bisschen in die Tiere reinfühlen. Ne? Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, sich eine gemütliche Höhle zu machen, einen schönen Eingang dafür, dass das Ganze geschützt ist vor der Umwelt, dass man da drin safe ist. Und so kann man sich so ein bisschen bei der Totholzecke reinfühlen. Ja, da gibt es so verschiedene Sachen. Ich kann es euch nochmal vom Namen kurz zeigen. Hier tanzt er auf jeden Fall rum. Hier sind überall, es brummt wieder über mir. Also hier sind überall Lücken, wo die rein können. Und ja, davon kommt dann nachher auch noch mehr hinten im Beet. Groß und klein, unterschiedlich, damit die Totholzecke nicht stur analog in die gleiche Richtung geht, sondern auch unterschiedlichen Tieren an unterschiedlichen Stellen dann, ja, einen Unterschlupf bietet. Ich finde die Welt so spannend, echt. Oh, ich habe noch so viel zu erkunden, zu erlernen und alles, was mir jetzt schon geschenkt wurde, das ja, bleibt fürs Leben irgendwo. Ich habe mich damit befasst. Ich habe das im Unterbewusstsein auf jeden Fall drin. Auf irgendeine Art kann man das immer abrufen. Vor allen Dingen, wenn man intuitiv aus dem Bauch heraus mit dem Herz dabei ist, kriegt man die ganzen Antworten von alleine. Muss man nicht mal Bücher lesen oder jetzt irgendwie groß angelernt werden. Gerade beim Gärtnern bin ich ja fest davon überzeugt, dass ein Gärtner in jedem von uns steckt. Das ist doch in unserer DNA drin. Das können wir ja nicht leugnen. Und so wären wir gar nicht so weit gekommen. Somit denke ich, kann das fast jeder von uns da draußen das auf jeden Fall in sich finden. Ja, ja. So, wo ist denn jetzt der Flo? Ich sehe ihn noch nicht. Vielleicht sieht er auch noch mal zu, dass er da ein bisschen was an Verpflegung besorgt. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn der Flo dann da ist. So, der Flo ist schon hier. Ich bin aber noch mal hier hinten und werde gleich zu ihm gehen. Das ist die besagte Totholzecke. Wie gesagt, am Freitag kam gerade ein Video dazu. Und da habe ich ja so vom Apfelbaum das einfließen lassen und ich habe jetzt noch ein paar morsche Äste abgeschnitten. Das ist wirklich nur ein paar, zwei Stück. Aber schöne große Sachen dabei, die ich jetzt hier drauf verteilen werde. Das mache ich nochmal fix. Habe ja
ganz viele Lücken gefüllt mit dem, ja, was ich so vom Apfelbaum habe. So, ja, so füllen sich die Lücken, so wird das Ganze stabiler. Solche Stellen sind echt wichtig. Ich habe es ja gerade gezeigt bei der anderen Totholzhecke. Oh, da habe ich mir wehgetan. Jo, passiert. Und dann nochmal hier. So. Schau mal, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, wollen wir mal zum Flow. So. Der ist sicherlich schon am Kieholbeet. So. Ja. Ja, das Gebiet wartet jetzt noch so grob auf uns. Hier sieht es ja schon sehr gut aus. Die dicken Dinger wieder. Soll ich mal Schubkarre ranholen? Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. So, dann mal Schubkarre holen. Könnte ich dir eigentlich direkt hier hinstellen? Kannst du es da mal reinwerfen ab sofort? So. Wir brauchen echt die zweite Forke, so wird das nichts, ne? Flitze ich mal schnell los. Ist ja nicht weit zum Glück. So, los geht's. Komme ich dir entgegen von hier am besten, wa? Ich würde sagen, hier gibt es gerade nichts Spektakuläres zu sehen, als das, was wir sowieso schon die ganze Zeit tun. Und deswegen für euch dann einmal das Ergebnis. Ganz schön knackig hier. Das sieht auch gut aus. Es fehlt nur noch hier, glaube ich, ne? Gießen. Die Feuchtigkeit, die hält sich da drunter. So, ich hole noch mal ein bisschen was. Also, das, was ihr sehen könnt, ist einmal ein freies Kieholbeet. Wir sind soweit durch. Und während ihr da drauf schaut und ich hier den weiteren Kram hole, lasst euch mal nicht ablenken. Wir haben jetzt erstmal Quecke und so weiter. Oh, ist gar nicht so leicht hier mitzukriegen. Quecke und so weiter haben wir hier erstmal raus. Und ja, alles, was so am Brennnesseln war, Blümchen gerettet und jo. Überall noch ein bisschen Biomasse rein, Pferdeäpfel, nicht so scharfes Zeug. Und in der Mitte kommen dann noch Stöcke wieder rein für den Kompost. Da haben wir die Erde auch ein bisschen rausgeholt und im Beet verteilt. Und hier vorne der Bereich, der ist dann irgendwie wieder für Blumen gedacht. Ja. Schaut doch schon gut aus. Bisschen noch hiervon. So, das dürfte reichen. Oh. So, während der Flo hier noch gießt. Ja, was haben wir reingetan? Aktivkohle auch gerade nochmal überall rüber gestreut. Und da Pflänzchengeräte, wo sind die restlichen? Wo haben wir die hingestellt? Das ist so das, was wir an Pflänzchen rausgezogen haben. Missverständnis, tut mir ja, leid. Das ist ja kein Problem. Okay. Hier haben wir noch Kronlichter, auch nur zwei Stück. Das wird riesig. Also die sollten wir auf jeden Fall für andere Stellen nutzen. Haben wir dann noch einen großen, den packe ich zurück. So, den auch. So sieht das jetzt aus. Also ordentlich was an Biomaterial drin, Biomasse. Und wir sind ganz happy, oder Flo? Ja.
Sehr gut. Ja, was machen wir jetzt mit den Pflänzchen? Erstmal ein bisschen schonend aufbewahren, da kommt bestimmt was die Tage, ne? So, letzte Sachen wegräumen. So, an dieser Stelle sage ich mal Tschüss mit der Sonne im Hintergrund. Wir sind soweit durch für heute, auf jeden Fall für dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet Freude und Spaß daran, konntet ein bisschen was dazulernen. Also, im Grunde genommen haben wir das Beikraut entfernt, alles, was uns irgendwie so störte. Brenner sind vor allen Dingen, die Quecke. Irre viel rausgeholt. Das hat jetzt auch deutlich länger gedauert. Vorhin war die Sonne noch da oben, jetzt ist sie da hinten. Also, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Wir haben dann da halt noch jede Menge Sachen reingearbeitet und ja, jetzt kann das da drin erstmal arbeiten. Die Würmer können sich drum kümmern und in einigen Wochen können wir da nochmal durchgehen, das nochmal weiter umgraben. Ja, und dann der Rest und dann geht's ans Auspflanzen irgendwann, an die Pflanzzeit Mitte Mai. Da wird es auf jeden Fall sehr interessant. In Anzug geht es dementsprechend auch bald weiter. Ich werde mir heute versuchen, eine Anzugplatte mitzunehmen und dann wird die nächste Anzugplatte fertig gemacht, gerade so mit Kohlrabi und Brokkoli und Blumenkohl. Es gibt verschiedene Sorten, also sind nicht alle geeignet jetzt. Passt da bitte auf. Nicht alles eins zu eins bei mir übernehmen, sondern guckt, dass ihr da ein bisschen recherchiert, was ihr da vor der Nase habt und wann da der beste Zeitpunkt ist. Ja. So grob haut das ja hin. Die Anleitungen sind nicht ohne Grund da drauf. Da kann man erstmal drauf hören, aber ich habe durchaus schon in der Praxis hier, gerade bei uns im Norden mit der Kälte, andere Erfahrungen gemacht als das, was auf der Packung stand. So, wir sind durch und raus für heute. Euch noch einen schönen Sonntag oder einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das seht. Und weg und tschüss.